Liebe Zuschauer, verabschieden wir uns von Ihnen aus diesem Exaktjahr mit einer märchenhaften Geschichte. Doch so wie Sie uns kennen, geht es dabei nicht um Romantik. Es geht um einen selbsternannten König mitten in Sachsen-Anhalt. Absurdistan mit Mantel und Krone. Deutschland hat ein Königreich. Was sich wie eine krude Geschichte anhört, gibt es seit vergangenem Jahr tatsächlich. Neudeutschland am Rand der Lutherstadt Wittenberg. Dort gründete Peter Fitzek seinen eigenen Staat, ließ sich vor Hunderten getreuen Reichsapfel und Zepter übergeben. Eine Wandlung vom Koch zum König. Sie akzeptieren die Bundesrepublik und ihre Behörden nicht, beharren darauf, ein eigenständiger Staat zu sein. 9 Hektar groß, mit eigenen Ausweisen, Gesetzen und einer Fantasiewährung. Wie konnte unter den Augen von Polizei und Behörden diese merkwürdige Parallelwelt entstehen? Wer sind die Anhänger und treuen Untertanen? Immer wieder schließen sich Menschengruppierungen wie Neudeutschland an. Geben ihre Ersparnisse für den bizarren Lebensentwurf eines selbsternannten Herrschers. Ich mache keinen Spaß. Ich mache einen Staat. Harmlos oder gefährlich? Was steckt hinter der Kleinstmonarchie? Höchste Sicherheitsstufe in Neustadt am Rübenberge. Das ist selten in dem kleinen Amtsgericht. Auch, dass draußen vor der Tür die Reporter warten. Wegen des Königs von Deutschland. Den wollen wir doch heute mal ein bisschen in Szene setzen. Wenn er denn kommt. Der Staatsmann ist spät dran. Kurz nach 6 ist Peter Fitzek in Wittenberg losgefahren. Mit fast 200 Sachen geht's über die Autobahn. Erlaubt sind 130. Na René, jetzt bist du gerade geblitzt worden, hä? Wir haben jetzt mal ein schönes Foto. Ja, haben auch ein schönes Foto. Ja. Dann ein Stau. Fahrer René nimmt den Standstreifen. Schließlich hat er einen Führerschein mit Privilegien. Der gelbe Führerschein erlaubt beispielsweise dem René, über einen Standstreifen zu fahren und den Stau einfach in dieser Weise zu umfahren, dass er einfach, wenn er niemanden behindert, niemanden gefährdet, auf der rechten Seite vorbeifährt, sich dort einordnet, um den Termin, den wir im Öffentlich-Rechtlichen jetzt zu tun haben, auch wahrnehmen zu können. Beim grünen Führerschein ist es so, dass das Fahren nach freiem Ermessen möglich ist. Natürlich muss man sehr viele Prüfungen machen, um einen grünen oder auch einen gelben Führerschein zu erhalten. Seinen bundesdeutschen Führerschein hat Peter Fitzek abgegeben. Er fährt nur noch mit dem selbstgedruckten seines Königreichs. Den aber akzeptiert die Polizei nicht. Und nun ist er angeklagt wegen Fahrens ohne Führerschein. Jawohl. So ist es super, genau. Perfekt, ein Traum. Rund 30 Unterstützer sind mit ihm angereist. Ja, dann haben die Richter Angst. Gucken wir mal. Ein großes Polizeiaufgebot ist normal, wann immer Peter Fitzek der Prozess gemacht wird. Das Gericht schätzt ihn und seine Anhänger als gewaltbereit ein. Schon einmal haben sie versucht, einen Richter mitten in der Verhandlung festzunehmen. Die Geschichte beginnt vor gut einem Jahr. Am 16. September 2012 versammeln sich rund 650 Menschen, um einen neuen Staat zu gründen. In einer alten Fabrikhalle lässt sich der gelernte Koch zu dessen Oberhaupt küren. In dem Bestreben, den Deutschen nach über 60 Jahren wieder eine Heimat in wahrer Freiheit zu geben, schaffen wir freien Männer und Frauen gemäß unserem freien Willen heute, hier und in diesem geschichtlichen Augenblick einen neuen deutschen Staat. Die Menschen folgen immer nur jemandem, der weit über ihnen steht, der ihnen zeigt, was Ethik ist, was Vertrauen ist, was Urvertrauen ist zu Gott. Ja, und wenn diese Rolle erforderlich ist, na gut. Da muss er nicht spielen. Guten Morgen euch allen. In seinem früheren Leben betrieb der 48-Jährige eine Spielothek, ein Tattoo-Studio, eine Gaststätte. Heute nennt er sich oberster Souverän von Gottes Gnaden. Neben Rangierbahnhof und Chemiefabrik die Staatskanzlei, Regierungssitz des Souveräns. In dem gemieteten Gebäude gibt er Audienzen, erlässt Gesetze. Von hier will er die Geschicke der Welt lenken.
Natürlich ist es im Prinzip eine geschichtsträchtige Sache, die wir hier machen. Wenn das, was wir hier beginnen aufzubauen, sich deutschlandweit oder auch weltweit durchsetzt an neuen Systemen, das die Welt verändern. Ja, das werden Urkunden sein, die vielleicht später mal im Museum ausgestellt werden. Schauen wir mal. Eine ganze Etage voller Büros. Die königliche Verwaltung. Tür an Tür die eigene Krankenkasse und die Rentenversicherung. Und es gibt sogar eine Staatsbank. Rund 1,2 Millionen Euro sollen Unterstützer bereits eingezahlt haben. Hannes Jaschke ist Herr über die Sparbücher. Wie man sieht, ist schon einiges zusammengekommen hier. Also es beläuft sich jetzt so ungefähr bei 560 ungefähr Anlegern, die wir alleine hier in Wittenberg verwalten. Noch ein Zimmer weiter werden die amtlichen Dokumente erstellt. Bürokratie muss auch in Neudeutschland sein. Ich muss die Dinge doch ernst nehmen. Die sind ja auch ernst. Ich mache keinen Spaß. Ich mache einen Staat. Die Limousine ist natürlich aufs Königreich zugelassen. Das Auto hat Peter Fitzek ganz offiziell in der Bundesrepublik abgemeldet. Mit selbst hergestellten Kennzeichen fährt er am helllichten Tag durch Wittenberg. Dann kommt gerade die Polizei. Das ist eine prima Sache. Ja, klappt doch einwandfrei. Doch niemand stoppt die Fahrt. 9 Hektar am Rand von Wittenberg. Hinter diesem Tor liegt das Königreich. Zu DDR-Zeiten eine Klinik. Heute gehört das Gelände Fitzek. Ein Unternehmer hatte ihm für die Anzahlung 200.000 Euro geschenkt. Ein hoher Restbetrag ist jedoch noch offen. So, sind wir auf unserem eigenen Gelände. Unweit vom Eingang der erste Staatsbetrieb. Der Müll des Königreichs wird verbrannt. Ja. Es stinkt bestialisch. Ach, hier wird fleißig gearbeitet. Hallo. Hier sollen einmal Benzin und Öl produziert werden. Tests mit einer sogenannten Pyrolyseanlage. Ein komplexer chemischer Vorgang und hochgiftig. Doch die Arbeiter tragen einfache Einwegmasken. Wir haben schon leicht flüchtige Materialien, wie Kerosin, Benzin, was sehr schnell brennt. Aber meistens kommen eben Dinge raus, die eben wie Diesel sich verhalten. Und von der Güte auch so sind, dass sie in unserer Heizungsanlage verbrannt werden können. Mit Filmen wie diesem wirbt das Königreich um Geldgeber. Eine Genehmigung für die Müllverbrennung wurde nicht eingeholt. Nicht nötig. Schließlich sei man ja ein eigenständiger Staat. So, Anni, dann zeig mir mal, was ihr als nächstes in die Anlage hineinwerfen wollt. Hier hinten haben wir noch Kunststoffgehäuse, Monitor, Drucker. Metall mache ich, was geht vorher raus. Das ganze Zeug hier, das könnte man ja noch verwenden, Andi. Dann hier unten sind ja auch so ganz viele solche Dinge hier. Das wird auch wieder gutes Öl. Regelmäßig lädt das Königreich zum Tag der offenen Tür. Der Andrang ist jedes Mal groß, wenn der Souverän von all seinen Plänen erzählt. Ich kenne niemanden, der bereit ist und so stark ist und so motiviert und überhaupt die Energie aufwendet, um uns zu helfen. Ja, dem ganzen deutschen Volk, nicht nur sich selber, sondern allen. Ich gehe davon aus, dass sich dieser Staat eben etabliert, auch flächendeckend, und dass der Form annimmt. Und dann werde ich mich je nachdem, nach meinen Fähigkeiten irgendwann auch einbringen können. Ja, und jetzt unterstütze ich es eben nach meinen jetzigen Möglichkeiten, indem ich zum Beispiel ein Sparbuch eröffne oder dergleichen. 600 Menschen möchten angeblich im Königreich aufgenommen werden. Zuvor müssen sie erst mal zahlen. Knapp 400 Euro für ein Seminar. Hallo, guten Morgen euch allen. Hallo. Wer mich noch nicht kennt, ich stelle mich mal kurz vor. Mein Name ist Peter Fitzek. Aber ich denke, ihr habt mich alle vielleicht schon auf YouTube gesehen oder irgendwo in irgendwelchen Foren, Internet und so weiter und so fort. Ja, und ihr seid heute hier zur Erlangung der Staatsangehörigkeit des Königreichs Deutschland. Das Staatsbürgerseminar dauert einen ganzen Tag. Schließlich hat die Verfassung 92 Artikel. Absatz 4. Der König wird auf Lebenszeit gewählt. Absatz 3. Der Staat bildet ein Heer als Verteidigungsarmee. Die Staatsflagge des Königreiches Deutschland ist von oben nach unten gold, rot, schwarz. Ich oder Gott ist auf eure Mitarbeit angewiesen. Wenn er nicht wieder die dunkle Seite losschicken will, um zu sagen, ihr lernt es einfach nicht, tut mir leid. Und aus Liebe wird er euch dann Krieg schicken. Das macht er immer so.
Warum sie der BRD den Rücken kehren wollen? Darüber reden möchte nur ein Vater, der seinen Namen nicht nennen will. Ich hatte heute ein für mich bemerkenswertes Gefühl, jetzt nach den ersten Stunden des Vortrags, dass ich jedem Wort voll und ganzen Herzens zustimmen konnte. Die ersten sind bereits in das ehemalige Krankenhaus eingezogen. Einer von ihnen, Martin Schulz. Wegen Peter Fitzek und seinem Reich quittierte der ehemalige Zeitsoldat den Dienst. Er und andere Neubürger haben ein paar der ehemaligen Patientenzimmer bezogen. Im Schwesternzimmer ist jetzt die Gemeinschaftsküche. Und mein Opa findet es zum Beispiel auch super, wenn ich dem immer berichte, ja, jetzt haben wir einen Staat gegründet und da haben wir auch einen Chef und so weiter. Und da gibt es aber auch Leute, die dann ein Problem damit haben. Und dann sagt er, ja, ist doch klar, einer muss doch der Chef sein, einer muss doch sagen, wo es lang geht. Auch Harry Z. war lange davon überzeugt, etwas Sinnvolles zu tun. Wir treffen ihn in einem Hotel in Süddeutschland. Der Anwalt war über das Internet aufmerksam geworden, gab schließlich seine Kanzlei auf und zog nach Wittenberg. Das war ein großer Schock für meine Frau, ja. Und für die Kinder auch. Die haben dann einige Zeit dafür gebraucht, um damit klarzukommen. Harry Z. war die rechte Hand von Peter Fitzek, fungierte als sein Rechtsberater, trat sogar in Werbefilmen auf. Neue Deutschland ist für mich Veränderung, und zwar in jeder Hinsicht. Doch die Euphorie verflog schnell. Diktatorisch und unseriös sei alles gewesen. Nach wenigen Monaten gelang dem Anwalt der Ausstieg. Das hat die Merkmale, die auch eine Sekte erfüllt, zum Beispiel eine Guru. Eindeutig eine Guru-Person mit Jüngern. Eine Heilslehre, nur ist sie hier nicht im ganz oder nicht ganz im religiösen Bereich, sondern mehr im gesellschaftlichen. Harry Z. beobachtete, wie geschickt Peter Fitzek Leute um Geld anging. Angeblich Startkapital für den Aufbau einer neuen, freien Gesellschaft. Es haben Menschen Geld zur Verfügung, die viel zu leicht zu täuschen sind. Ja. Und davon lebt zum Teil Herr Fitzek, dass er solche Menschen rausfiltriert. Harry Z. träumte von einer besseren Welt und wurde enttäuscht. Zum Königreich hat er keinen Kontakt mehr. Wie aber schafft es Peter Fitzek immer wieder, die Menschen für sich und seine Ideen zu begeistern? Mit Fragen wie dieser beschäftigt sich Marion Zimmermann. 2006 fiel Fitzek der Sektenberaterin zum ersten Mal auf. Fitzek bietet für viele etwas. Er hat eine bunte Mischung. Und Esoterik, braune Esoterik, Protest gegen die Gesellschaft, das vermischt sich zu einer sehr hochpräsenten Sache. Peter Fitzek sagt von sich, er habe magische Kräfte. Schon vor Jahren begann er mit Gesundheits- und Esoterikkursen. In die Macht der Gedanken will er demonstrieren, dass durch bloßes Handauflegen und gemeinsames Denken ein Mensch federleicht nach oben gehoben werden kann. Derartige Seminare dauern bis zu 7 Stunden. Jetzt ist es leicht. Man will ja die Menschen beeinflussen. Man will ja das esoterische Denkmodell sozusagen in die Köpfe hineinbringen. Und dazu gehört Zeit. Und wenn man das geschafft hat, dann kann man sagen, okay, die Leute können nicht mehr richtig klar denken. Wie Fitzek mit Anhängern umgeht, die abtrünnig werden, kann man im Netz sehen. Ich würde dich bitten, im Prinzip vor einer Tür Platz zu nehmen, sozusagen, dass niemand mehr den Raum verlässt. Und jeden Peter Fitzek lässt den Ausgang versperren, wittert Hochverrat. Dabei hatten einige lediglich seine Amtsführung kritisiert. Das Video für Marion Zimmermann ein Beispiel, wie Fitzek Menschen steuert. Das war ja fantastisch zu beobachten, wie Fitzek mit den Menschen gearbeitet hat und sie manipulativ beeinflusst hat und wie er auch die Gruppe gespalten hat. Ja, ein hochverräterisches Unternehmen mit einem anderen verabredet und so weiter und so fort. Das sind hier die Dinge, die vorgehalten werden. Die Situation eskaliert. Du bist nicht mehr unser Anführer hier. Du hast in diesem Moment Hier geht es um totale Kontrolle, sagt Werner Groß. Der Psychologe beriet die Bundesregierung in Sektenfragen. Wenn
die Person die bürgerliche Existenz draußen aufgegeben hat, das ganze Geld da reingebracht hat, alle Sozialkontakte schon abgeschnitten hat, keinen bürgerlichen Beruf mehr hat, dann steht jemand da auch wirklich total vor dem Nichts. Also das System von Aussteigern. Und da wird es dann besonders heftig und krass. Und das ist im Grunde eine Form von Zurichtung. Also in der Verhaltenstherapie nennt man das Shaping. Also jemanden sozusagen allmählich zuzurichten auf einen bestimmten Bereich. Schließlich ruft jemand die Polizei. Tränen fließen. Noch bevor die Beamten eintreffen, lässt Fitzek die Kritiker ziehen. Man kann das gerne tun. So hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. Und wenn man dann ein Spielfeld aufbaut, in dem die Ratten ihr wahres Gesicht zeigen können und dann diese Ratten erkannt hat, dann kann man halt sehr, ich sag mal so, sehr einfach diese Leute, die eben nicht förderlich für das Gemeinwesen sind, sondern eher nur zersetzend Einfluss nehmen wollen, die kann man dann schnell eliminieren. Bleib mal da, Sascha. Wenn du möchtest, ich muss, also. Auch dies zeigt das Video. Obwohl Stühle und Fäuste flogen, gelingt es Peter Fitzek, die meisten seiner Anhänger wieder auf sich einzuschwören. Das ist der Sog in der Gruppe. Das ist das Thema, wie wenn jemand versucht, ein Wolfsrudel zu verlassen. Da gibt es genau den gleichen Sog, was einen zurückhält. Und ich denke, da ist ein Teil der Problematik meiner Meinung nach auch für diese Gruppe zu sehen. Eine Gruppe mit absolutistischem Herrscher, der keine Macht neben sich akzeptiert. Das zeigen seine provokanten Aktionen. Wie im Fall der selbstgefertigten Kfz-Kennzeichen. Weil ihn niemand anhält, fährt Peter Fitzek nun selbst zum Polizeirevier. Und mal schauen, wie die Polizisten reagieren. Und damit wir sie auch nicht auf der Straße treffen, dann machen wir das gleich hier. Und fordern sie mal auf, mit rauszukommen, die Sache in Augenschein zu nehmen, um dann zu schauen, wie reagieren sie. Vielleicht auch eine Strafanzeige aufzunehmen gegen uns. Schönen Tag. Vielleicht nehmen sie draußen mal was in Augenschein und dann könnten sie vielleicht eine Strafanzeige aufnehmen. Das wäre ganz nett. Doch so schnell geht das nicht. Die Selbstanzeige scheint die Beamten zu überfordern. Drei lange Stunden muss das Staatsoberhaupt warten, bis endlich zur Beweisaufnahme geschritten wird. Es geht mir darum, dass das Gericht der BRD prüft, ob wir ein Staat sind oder nicht. Ich denke, er ist ein Hasardeur, ein Spieler. Ja, jemand, der wirklich nicht auf der Vernunftebene das macht, die läuft parallel dazu mit, aber der guckt sich einfach an, was ist bisher passiert und was könnte ich da noch hinzunehmen, um bis der Staat reagiert. Im Fall der königlichen Kennzeichen reagiert die Polizei. Mit einer Anzeige wegen Verdacht auf Kennzeichenmissbrauch und Fahrens ohne Führerschein. Die Limousine wird beschlagnahmt. Auch beim Ordnungsamt kennt man Peter Fitzek. Weil er eine Kontopfändung nicht akzeptieren wollte, versuchte er, eine Mitarbeiterin festzunehmen. Die Sache kam vors Amtsgericht. Leiterin Sigrun Baumgarten zitiert aus dem Urteil. Als der Angeklagte versuchte, sie hochzuziehen, verletzte er die Zeugin am rechten Unterarm, indem er mit seinen Fingernägeln drei Kratzwunden von einigen Zentimetern, die etwas bluteten, und ein Hämatom von 5 mal 1 Zentimeter am rechten Unterarm zufügte. Peter Fitzek wird wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Da kommt es beinahe zu einer handfesten Auseinandersetzung. Das Publikum ist aufgestanden und wollte den Richter festnehmen. Ja, weil sie meinten, das stelle eine Rechtsbeugung dar und sie unterstehen eben, oder Herr Fitzek untersteht eben nicht den strafrechtlichen Regelungen der Bundesrepublik. Und da ist die Polizei dann auch eingeschritten. Zum Eingreifen sieht man beim Umweltamt noch keinen Grund. Doch Amtsleiter Udo Dietrich beobachtet das Treiben rund um die Pyrolyseanlage und die Müllverbrennung. Also wir haben im Zusammenhang mit seinen Informationen, die er auf seiner Homepage veröffentlicht hat, Kontrollen durchgeführt. Und in der Vergangenheit durchgeführte Kontrollen haben das nicht bestätigt, was als Vorhaben so beschrieben wurde, dass er tatsächlich Abfälle einer Pyrolyse zuführt und tatsächlich etwas dort produziert. Und tatsächlich, die Anlage ruht ganz plötzlich. Man habe genügend Versuche angestellt und außerdem sei die Geruchsbelästigung dann doch zu groß gewesen.
Wittenbergs Landrat Jürgen Dannenberg hingegen erzählt eine ganz andere Version. Die haben eben erklärt, unter den Bedingungen kann es keine Genehmigung für eine solche Sache geben. Und das hat er dann auch akzeptiert, das muss ich einfach sagen. Deswegen sage ich, das ist schon so Sachen, wo er dann sagt, das kann ich hier nicht überschreiten. Dann machen die das Ding vielleicht ganz zu. Im 560 Kilometer entfernten Bonn beschäftigt sich die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, mit Peter Fitzek. Sie hat ihm Bank- und Versicherungsgeschäfte untersagt. Also eine Lappalie ist das mitnichten. Das Kreditwesengesetz sieht für den Betrieb unerlaubter Bankgeschäfte eine Strafandrohung von bis zu 5 Jahren vor. Doch für Fitzek sind solche Verbote ein Beweis für seinen mutigen Kampf gegen das, was er das alte System nennt. Dann macht die BaFin ernst. Im April durchsuchen 120 Beamte Königreich und Staatskanzlei. In einer groß angelegten Razzia werden Akten, Silber und Geld beschlagnahmt. Damit ihr auch seht, nein, er ist nicht verhaftet, er ist immer noch unter uns, mit uns, bei uns und für euch da. Nichts kann mir etwas anhaben, gar nichts. Und insofern mit diesem Selbstvertrauen und diesem Urvertrauen lebe ich jeden Tag. Und sage mir, das, was ich tue, ist rechtmäßig sauber. Und wenn die BRD eine Diktatur ausüben will, dann wird alles, was ist, schon Wege finden, um sie wieder klein zu machen. Ich habe bemerkt im Prinzip, dass wenn die dunkle Seite ihre Befugnisse überschreitet, sie in den Kopf kürzer gemacht wird. Während die Ermittler die sichergestellten Unterlagen auswerten, werden im Netz geheime Einsatzpläne veröffentlicht. Auf dieser Liste stehen alle Einsatzleiter mit Telefonnummern, Dienstgrad, allen drum und dran drauf. Ich würde euch bitten, liebe Leute, wenn ihr diese Liste euch herunterladet und sie verbreitet im Prinzip und uns Informationen zukommen lasst über Wohnanschrift und Bilder von diesen Leuten. Sodass auch ihnen allen klar wird, so einfach mit uns machen, was man will, kann man nicht so leicht. Ja. Wir machen nicht mit ihm, was wir wollen. Wir halten uns nur an das Aufsichtsrecht. Hallo Altsam. Hallo. Die Razzia hat Folgen. Beim nächsten Tag der offenen Tür ist das Interesse merklich zurückgegangen. Peter Fitzek scheint finanziell unter Druck. Er werde Immobilien und Projekte aufgeben, verkündet er. Für seine Staatskanzlei wird bereits ein Nachmieter gesucht. Manchmal habe ich schon überlegt, ob ich vielleicht mal zwischendurch ins Gefängnis gehe oder so Sachen. Da hätte ich mal wieder ein bisschen mehr Ruhe, müsste ich nicht 80 Stunden arbeiten. Mensch, das wäre eigentlich auch gar nicht mal so übel. Gandhi hat das auch ab und zu mal gemacht. Wozu hat es geführt? Dass die Menschen ihm mehr nachgelaufen sind. Weil sie gemerkt haben, der lässt sie nicht unterkriegen. Braucht ihr das erst? Was seine Anhänger brauchen, das weiß zumindest Peter Fitzek ganz genau. Mehrmals die Woche bildet er in Kampfkunst aus. Ein Thema hoch und runter, aber ohne Absetzen. Keineswegs nur harmloses Trainieren. Ich möchte also eine Menge Führer erziehen, die, man könnte sagen, wieder andere Menschen anführen können und leiten können, damit diese auch wieder zu Anführern werden. Ich habe keine Angst vor körperlicher Auseinandersetzung. Und wenn ich will, kann ich sehr gefährlich sein. Aber meistens will ich das gar nicht. Von seinen Bürgern erwartet Peter Fitzek nicht nur körperliche Fitness. Gesund leben sollen sie. Rauchen ist strikt verboten. Disziplin, das gefällt Martin Schulz. Ja, die ganze Sache, die hier ist, ist mein Ding. Von daher, es passt alles so zusammen. Außerdem härtet das ja auch ab. Und man ist ja nicht mehr so empfindlich im Äußeren. Das, naja, ist man abgebrüht, sage ich mal. Da kann einem keiner so leicht was anhaben. Und überhaupt bräuchten die Deutschen neues Selbstvertrauen. Wenn Sie einen deutschen Straftäter haben und einen ausländischen Straftäter haben, je nachdem, welche Nationalität er ist, wenn er jüdischer Nationalität ist beispielsweise, hat er gewisse Vorrechte. Und da braucht er bloß mal sagen, ach, Antisemitus und hast du nicht gesehen. Ja, und schon ist das Problem beim Richter. Und da sagt er sich, oh, jetzt muss ich aufpassen, wozu ich den verurteile. Weil dann könnte die Presse gleich wieder ankommen und mir das Leben schwer machen. Nicht zuletzt wegen solcher Äußerungen werden Fitzek und sein Königreich vom Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt beobachtet. Wohin geht es? Sind das nur, wie manche sagen, Spinner?
oder ist es schon etwas Ernstzunehmendes, das unsere Verfassung beeinträchtigen könnte? Immerhin fordert Peter Fitzek ein Deutschland in neuen Grenzen. Und das können wir sukzessive, also nacheinander machen. Da können wir mit den 31.12.37 Grenzen anfangen. Dann machen wir weiter, bis das Völkerrecht schrittweise hergestellt ist. Ein Mitarbeiter wurde eigens zur Beobachtung des Königreichs abgestellt. Zu beobachten gibt es einiges. Trotz der Verbote der BaFin öffnet vor wenigen Wochen mitten in der Innenstadt von Wittenberg die Königliche Reichsbank. Vielen Dank. Herr Reim. Trotz des Ärgers mit den Behörden, Peter Fitzek sieht sich als Sieger. Alles ist möglich heute, wenn Sie wollen. Ja. Sodass wirklich auch im alten System klar wird, im Prinzip, wir lassen uns hier nicht klein machen, sondern wir ziehen das durch, was nötig ist. Ja. Dazu scheinen ihm beinahe jedes Mittel und jeder Verbündete recht. Es gibt beispielsweise auch die Order 777, die uns unterstützt und viele, viele andere Vereinigungen, die erstmal noch ungenannt bleiben wollen. Aber die Order 777 zum Beispiel, die steht dazu und sagt, wir stehen hundertprozentig hinter dem Königreich Deutschland. Die anti-islamische Order 777 kämpft nach dem Vorbild des Templerordens gegen Moslems und sympathisiert mit anderen militanten Gruppen. Schlüsselfigur und Gründer Nick Greger, einst ein bekennender Neonazi. Was macht er jetzt vor der Königlichen Reichsbank? Meine Funktion ist heute nicht, hier Interviews zu geben. Wir haben schon einige Leute aufgenommen, die dieser Couleur sind, die also ganz klar zum Ausdruck bringen, wir stehen hier im Königreich Deutschland und komme, was da wolle. Würden dafür sogar sterben, haben manche gesagt. Von diesen Verbindungen ahnen die Besucher der Bank nichts. Das Geschäft brummt. Ich bin eigentlich dafür, dass ich irgendwann mal Staatsangehöriger bin. Ja, dann ist das doch der erste Schritt in der Richtung. Durch diese Einzahlung fördern Sie jetzt sozusagen die Strukturen für den Staat Königreich Deutschland. So viele Alternativen hat man nicht. Und wenn sich eine bietet, dann muss man denen eine Chance geben und muss da mitmachen. Das eröffnen Leute heute ein Sparbuch. Und es sind auch schon Anleger da, die schon größere Summen alleine heute schon bei uns angelegt haben. Wo wir sagen können, naja, die Deutschen scheinen langsam aufzuwachen. Dann kommen doch noch zwei Herren vom Ordnungsamt vorbei. Ja, klar. Wir würden nämlich ganz herzlich bitten, dass Sie natürlich Ihre Bank formell im Gewerbe anmelden. Aha. Und es ist eine Gewerbeanmeldung, die man mir hier herlegt. Ist doch nett, dass man das mir persönlich vorbeibringt, oder? Ich muss gleich unterschrieben und wieder mitgegeben. Haben wir irgendwo einen Papierkorb? Die Bilder von der Eröffnung der Reichsbank hat man auch in der BaFin gesehen. Das wird teuer. Für die Nicht-Einstellung des Geschäftsbetriebs 150.000 Euro. Für die Nicht-Einstellung der Werbung für sein Geschäft 150.000 Euro. Für die Nicht-Abwicklung seiner bisher geschlossenen Verträge 150.000 Euro. Für die Nichtvorlage einer Anlegerliste 150.000 Euro. Und dann wurden noch Auskünfte und Unterlagen angefordert. Da kommen noch mal jeweils zweimal 150.000 Euro zusammen. Insgesamt 900.000 Euro. Die Gelder wären direkt vollstreckbar. Und wohl das endgültige Aus für das Königreich. Doch zunächst geht es in Neustadt am Rübenberge um das Fahren ohne Führerschein. Gerade mal eine halbe Stunde Verhandlungsdauer hatte der Richter geplant. Letztlich werden es fast drei. Peter Fitzek stellt Anträge, zitiert das Völkerrecht. Der Richter hingegen nur die Straßenverkehrsordnung. Es ist heute in der Hauptverhandlung eine Freiheitsstrafe zur Bewährung beantragt worden, 3 Monate. Das Gericht hat letztendlich auf die Höhe der Freiheitsstrafe erkannt, diese aber nicht zur Bewährung ausgesetzt. Damit haben weder Peter Fitzek noch seine Anhänger gerechnet. Eine Haftstrafe für Fahren ohne Führerschein kommt äußerst selten vor. Doch das Staatsoberhaupt will nicht aufgeben, auf jeden Fall in Berufung gehen. Diese Bundesrepublik Deutschland abwickeln. Das dauert eine Weile, aber es wird geschehen. Das ist nicht aufzuhalten, dieser Entwicklungsweg. Ja, und wir werden uns durch das Urteil, was hier gekommen ist, in keinster Weise von unseren Tätigkeiten abhalten lassen. Na dann, ab nach Hause. Ja? Danke, Peter. Gerne. Danke. Also, kommt alle gut nach Hause. Wir sehen uns ja nachher. Fitzek kehrt zurück in sein Reich, auf dem Beifahrersitz.
Kurz danach reist er ab zu einem Staatsbesuch nach Paraguay. Im fernen Südamerika hat er noch eine weitere Residenz und einen Führerschein.